ja, das Handwerk ist heutzutage nicht nur noch ein Hobel und ein Stecheisen oder ein Hammer, sondern es gibt sehr viel Modernes, sehr viel moderne Maschinen, sehr viel Computersteuerung, die man auch als Lehrling tatsächlich schon sehr interessant und sehr ausreichend auch herangeführt wird. Man darf nicht nur mit den alten Maschinen arbeiten, sondern auch sehr viel Modernes. Mein Gesellenstück zum Beispiel, das ist komplett am Computer jetzt geplant worden von mir. Das wird mittlerweile auch nicht mehr alles per Hand oder per Tusche gezeichnet, sondern auch alles per CAD-Programm. Der Beruf des Tischlers ist für mich interessant, weil er sehr vielseitig ist. Man macht jeden Tag unterschiedliche Dinge. Wir machen nicht regelmäßig dasselbe. Wir bauen jetzt nicht nur Fenster ein, wir bauen teilweise ganze Häuser, ganze Schiffe von innen. Wir machen Schränke, Wände, Böden. Sehr vielseitige Arbeiten mit unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Maschinen. Das ist so für mich das Interessante an diesem Handwerk, dass es sehr abwechslungsreich ist. In den nächsten 5 Jahren sehe ich tatsächlich schon einiges an Veränderungen in Handwerksunternehmen. Wir kriegen bei uns zum Beispiel jetzt sehr viele Computer und Bildschirme in der Werkstatt und nicht nur im Büro, damit die einzelnen Gesellen sich auch vieles tatsächlich vor Ort nochmal am Rechner in den Zeichnungen angucken können und nicht für alles ins Büro rennen, vieles ausdrucken. Also ich sehe vor allem im Bereich der Digitalisierung da tatsächlich einiges an Veränderungen noch. Ich bin mit meiner Ausbildung ziemlich zufrieden, weil ich, wie gesagt, sehr vielseitige Arbeiten mache, nicht immer nur dasselbe mache. Ich werde als Auszubildender auch als volle Arbeitskraft eingesetzt und nicht nur als besserer Gehilfe, was ich ziemlich cool finde. Ja, das Verhältnis bei den Arbeitskollegen, da bin ich sehr zufrieden mit. Es ist unter den Lehrlingen vor allem sehr viel Miteinander. Die Lehrlinge, die im dritten Lehrjahr sind, so wie ich jetzt, helfen den Neuen im ersten sehr viel. Und genauso war es bei mir damals, wo ich im ersten war. Man kann und darf und soll auch Fragen stellen und nicht dumm stehen gelassen werden. Es wird einem tatsächlich viel geholfen und nicht ausgelacht, so, warum fragst du sowas? Ich meine, man kann ja auch nicht alles wissen von Anfang an. Man darf ja auch viele Dinge fragen. Und es ist vor allem unter den Lehrlingen sehr gut funktionierendes Miteinander. Wir kommen ziemlich gut miteinander aus. Ja, man spricht sehr viel untereinander über Schule, Lehrgänge, Freizeit. Man hilft sich, wenn einer Fragen hat. Dann viele von den jüngeren Auszubildenden kommen tatsächlich lieber zu den älteren Auszubildenden, um Fragen zu stellen, anstatt zu einem Gesellen, weil man dann so ein bisschen Angst davor hat, was natürlich Quatsch ist, irgendwie blöd angemacht zu werden, warum man das fragt. Deswegen helfen wir uns untereinander sehr viel und sehr gerne auch. Ein besonderer Aspekt bei der Tischlerei Strothmann ist der Yacht-Innenausbau, dass wir sehr relativ luxuriöse Schiffe von innen ausbauen, sprich die Wandverkleidung, Decken, Möbel. Und das muss sehr maßgenau, sehr pinglich alles gemacht werden und da habe ich tatsächlich Spaß dran an diesen pinglich-perfektionistischen Sachen. Das mache ich ganz gerne. Gerade im Yachtausbau ist es so, dass relativ wenig eckig und geradlinig an den Räumlichkeiten vorhanden ist und relativ viele geschwungene oder besondere Formen. Da ist es wichtig, dass wir dafür auch die passenden Maschinen und die Instrumente haben. Wir haben zum Beispiel eine Vakuumpresse, womit wir runde, gebogene Flächen furnieren oder Form verleihen können. Wir haben festes Personal, was für Innenausbau, teilweise Montagearbeiten, Oberfläche oder den Yachtausbau eingeteilt ist. Wir Lehrlinge müssen überall mal aushelfen, also es ist nicht so, dass ein Lehrling 3 Jahre lang nur auf dem Bau unterwegs ist, sondern wir werden tatsächlich überall eingesetzt. Ich selbst war die letzten 3 Monate zum Beispiel in der Oberfläche, musste viel Schleif- und viel Lackierarbeiten machen. Das gefällt mir ziemlich gut, dass ich als Lehrling auch von Anfang an bis zum Ende des Projekts viel selber mache, dass die Techniker und Meister mit nicht nur den Gesellen, sondern auch mit uns Lehrlingen die Dinge besprechen und durchgehen. Dass wir vom Möbelbau, also vom Plattenzuschnitt
übers Furnieren und Lackieren bis hin zum Zusammenbau und dann tatsächlich auch bis hin zu den Montagen auch wirklich dabei sind. Was auch nicht immer nur im näheren Umfeld ist. Wir hatten jetzt neulich eine ziemlich große Montage in Greven. Da haben wir eine Villa von innen ausgebaut. Da war ich beim Bau der Möbel mit bei und dann auch beim Einbau dieser Möbel. Und das ist tatsächlich schon erstaunlich, wie groß diese Häuser dann tatsächlich sind und schön zu sehen, wie diese Möbel dann tatsächlich beim Kunden auch sehen und wenn der Kunde mal vorbeikommt, dass man halt auch mal so ein Endresultat sieht von dem, was man da überhaupt den ganzen Tag macht. So wie es dann tatsächlich mal aussieht und wie zufrieden der Kunde ist mit dem, was man gemacht hat die letzten 2-3 Monate dann. Der Standort Dreierwalde der Firma Strohmann hat mich tatsächlich ein bisschen erstaunt, weil wir sind eine sehr, sehr große Firma. Wir haben ca. 50 Mitarbeiter und wir arbeiten tatsächlich auch nicht nur hier im Emsland und Kreis Münsterland, sondern wir arbeiten europaweit, sogar weltweit. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen erstaunlich am Anfang von meiner Ausbildung, dass so in so einem kleinen Dörfchen wie Dreierwalde so eine internationale Firma angesiedelt ist.